Alexandra ist im 5. Monat schwanger. Am 19. Oktober 2020 kommt sie als Notfall in die Uniklinik Bonn. Alexandra hat die Glasknochenkrankheit. Eine Risikoschwangerschaft. Geht das? Ja. Sicher. Heute darf sie vor der Klinik für eine Stunde ihre Tochter und den Freund sehen. Innen ist wegen Corona kein Besuch erlaubt. Ich habe am 21. Oktober vorzeitige Wehen gekriegt. Mit Atemnot. Und dann wurde ich notfallmäßig hier eingeliefert. Und dann sollte der Kleine auch geholt werden. Aber sie haben es hinbekommen, dass er noch im Bauch bleiben darf. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch hier bis zur Geburt. Um mich einfach zu überwachen. Umso länger er im Bauch bleibt, umso besser ist es ja für ihn. Dann hat er eine höhere Überlebenschance. Weil jeder weiß, dass Frühchen leider auch oftmals sterben. Auch für Alexandra kann die Geburt lebensbedrohlich sein. Und noch ist nicht klar, ob auch ihr Baby die seltene Erbkrankheit hat. Wird Alexandra die Geburt durchstehen? Welche Risiken haben Frauen mit einer körperlichen Behinderung, wenn sie Kinder bekommen möchten? Alexandra hat bereits ein Kind. Lina ist heute 3 Jahre alt. Damals wurde Alexandra ungewollt schwanger. Ein zweites Kind kam für sie nicht in Frage. Ich war geschockt. Ich saß dann, glaube ich, noch 10 Minuten auf dem Klo und habe diesen Schwangerschaftstest angestarrt und habe zu meinem Freund gesagt, Schatz, wir haben verkackt. Das waren meine ersten Worte. Und dann war ich aber eigentlich wieder relativ entspannt. Mit Christopher ist Alexandra seit 1 Jahr zusammen. Noch ist ungewiss, ob sie bald ein Leben zu viert führen werden. Ciao, okay. Du bist ganz schön gefordert. Heute schon den ganzen Tag? Ja, nicht nur heute. Langsam. Willst du auch zu der Mama? Lina, komm mal zu der Mama. Der hat schon wieder getreten, als Lina kam. Der hat Lina nur gehört und hat getreten. Oh. Die haben halt nochmal die Atmung kontrolliert. Deine? Ja, weil ich Druck auf der Lunge hatte. Und was haben die Ärzte gesagt, von wegen, wann holen sie ihn? Weiß man noch nicht. Ich bin froh, wenn ich noch so 10 Tage durchhalte. Weil mein Körper sagt auch schon so, langsam kommst du an deine Grenzen. In 10 Tagen wäre Alexandra im 6. Monat und der Junge, den sie erwartet, überlebensfähig. Als Frühchen hätte er dann eine gute Chance. Der macht sich eigentlich ganz gut. Bis jetzt gibt es auch noch keine Anzeichen, dass er Glasknochen hat. Das Risiko ist zum Glück nur 50-50. Noch weiß Alexandra nicht, ob ihr Kind behindert ist. Die Ultraschalluntersuchung war unauffällig. Und erst nach der Geburt kann ein Bluttest Sicherheit geben. Wie ergeht es Frauen, die erst später, etwa durch einen Unfall, körperlich eingeschränkt sind, wenn sie Kinder bekommen möchten? So erging es Annike. Als Kind wird sie bei einem Unfall angefahren und ist seitdem vom Brustwirbel ab querschnittsgelähmt. Seither ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Eine feste Beziehung oder der Plan, Mutter zu werden, das war für Annike lange unvorstellbar. Das war natürlich so mit Anfang 20, da hatte ich schon eher so dieses Gefühl, oh, das wird mir nie passieren. Und bis zu meiner ersten festen Beziehung war ich da auch wirklich sicher, dass da kein Mann so Interesse dran hat. Annike lebt in der Nähe von Osnabrück. Mit 26 lernt sie ihren Mann Jens kennen. Sie kaufen ein Haus und ziehen zusammen. Nach 5 Jahren Beziehung ändert Annike ihre Meinung. Sie möchte Mutter werden. Ganz am Anfang war da natürlich schon diese Unsicherheit. Wie wird das? Was sagen die Ärzte? Gehen wir das Risiko wirklich ein? Auch Jens hatte die Angst, oh Mann, wenn das für dich ein Risiko ist, dann verzichten wir lieber drauf. Also die einzige Sorge, die wir halt immer beide auch hatten, war immer so von wegen, kriegen wir alles mit, wenn was irgendwie was ist? Oder wenn, also nicht mal, weil wir Vollkatastrophen ausgemalt haben, aber also weil Annike ja überhaupt kein Gespür da hat, so im klassischen Sinne wie andere Frauen.
Querschnittsgelähmte haben kein Gefühl ab der Stelle der Lähmung. Anneke kann ihren unteren Rücken, ihr Becken und ihre Beine nicht spüren. Nur wenige gynäkologische Praxen sind auf Patientinnen mit Behinderung eingestellt. Heute hat Anneke einen Termin bei ihrer Frauenärztin. In dieser Praxis war sie auch vor 6 Jahren, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Anneke fühlt sich bei Dr. Antonia Dittrich von Beginn an bis zur Geburt ihres ersten Sohnes bestens betreut. Hallo! Sie möchte ein zweites Kind. Doch diese Schwangerschaft verläuft nicht wie erwartet. Bei der zweiten Schwangerschaft hatte ich nicht mehr die tolle Frauenärztin, die ich bei Jonas hatte, war dann bei der Vertretung. Die hat das überhaupt nicht ernst genommen. Ich wusste, eigentlich bin ich eine Risikoschwangerschaft und keiner nimmt das so wahr. Da, ja, das war halt alles sehr anstrengend. Und ich glaube, das habe ich mir dann zwei Untersuchungen angetan. Und dann habe ich gesagt, ich sage jetzt alle Termine ab. Das war das letzte Mal. Und war dann tatsächlich auch, ich glaube, bis zur 20. Woche, also ab der 9. Woche bis zur 20. Woche, war ich ohne ärztliche Betreuung. Ihre vertraute Ärztin nimmt sich damals während Annekes zweiter Schwangerschaft eine Auszeit. Anneke findet keine Praxis, die sie als behinderte Schwangere aufnimmt. Davon erfährt Dr. Dittrich erst später. 13. Woche und dann in der 20. die nächste, weil ich dann gesagt habe, ich gehe da nicht wieder hin. Ach so. Da musste ich erst wieder eine neue Praxis finden. Das ist ja total Katastrophe. Ja. Die Ärztin weiß, dass neben einer barrierefreien Praxis viel Fingerspitzengefühl gefragt ist. Was man halt bedenken muss immer als Gynäkologin ist, sie hat keine Schmerzen. Das heißt, wenn irgendwas nicht stimmt, unser Warnsystem Schmerz funktioniert nicht. Und das fängt damit an, dass wenn zum Beispiel eine Schwangerschaft am falschen Platz sitzt, ne? Das macht Schmerzen. Das merkt sie ja gar nicht. Das war schon eine ganz, ganz belastende Zeit, wo ich wirklich dachte, okay, das letzte Mal habe ich Jannik gesehen, da war ja gerade noch so eine kleine Erdnuss mit so leichte Armansätze. Ja, damals, ja, das war halt auch so eine hilflose Zeit. Anneke bekommt Hilfe von einer Hebamme, die sich kümmert und die Herztöne kontrolliert. Nach 11 Wochen ohne Gynäkologin findet Anneke eine Ärztin, die sie aufnimmt. 2 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin dann die Einweisung ins Krankenhaus. Dort kommt Sohn Jannik 2019 per Kaiserschnitt zur Welt. Wie im Kindergarten, ne? Nein. Als Jannik dann auf der Welt war, war eigentlich alles so ein bisschen wie weggeblasen. So. Zum Ende hin haben alle Ärzte das auch wieder ernst genommen. Das hat mich halt auch beruhigt. Heute ist Jannik 2, sein Bruder Jonas 6 Jahre alt. 2 gesunde, lebhafte Jungs, die Anneke im Alltag fordern. Zurück zu Alexandra. In der Uniklinik Bonn hält sie bis zum 6. Schwangerschaftsmonat durch. Am 16. November 2020 kommt ihr Sohn per Kaiserschnitt zur Welt. Ja, dem kleinen Mann geht's gut. Heute wären wir eigentlich 34 plus 1. Ja, und dafür entwickelt er sich echt super. Leon ist 39 cm groß und 1060 Gramm schwer. Die ersten Bilder macht Vater Christopher mit dem Handy. Leon ist gesund. Doch als Frühchen muss er noch Wochen im Brutkasten bleiben. Nach 2 Wochen darf Alexandra nach Hause, nach Remagen, zu Freund und Tochter Lina. Babybär. Ja, da ist ein Babybär. Und wer ist das? Bruder. Das ist der Leon. Baby. Ja. Das ist der Leon. Ja. Soll er bald nach Hause kommen? Ja. Ja, dann kannst du mit ihm kuscheln. Eigentlich sollte der Kleine ja heute entlassen werden. Und dann habe ich einen Anruf von der Klinik bekommen, dass es leider doch nicht so ist. Dass wir noch ein bisschen warten müssen. Seit 6 Wochen wartet die Familie schon auf Leon. In Alexandras 60 Quadratmeter großen Wohnung, in der zurzeit auch Christopher wohnt. Die Beziehung hat sich jetzt so im Großen Ganzen verändert. Klar, man steht ein bisschen mehr unter Spannung oder so. Aber das ist dann halt einfach so, Krankenhaus fahre, dann hier zu Hause das alles noch gehandelt bekommen, weil sie braucht ja auch ihre Liebe, ihre Aufmerksamkeit und so. Und das,
darf man dann halt da auch nicht vernachlässigen. Alexandra und Christopher lernen sich vor 1,5 Jahren übers Internet kennen. Damals lebt Alexandra schon getrennt von Linas Vater. Seit ihrer Geburt ist Alexandra auf den Rollstuhl angewiesen und braucht im Alltag Unterstützung. Einen habe ich. Ich sage ihm auch immer wieder, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er mit mir zusammen ist. Und sage ihm auch immer wieder, warum suchst du dir nicht eine, die nicht behindert ist, die nicht so viel Unterstützung braucht. Und das ist halt einfach so unrealistisch manchmal. Im Alter von 16 Jahren wird Alexandra von ihrer Frauenärztin die Antibabypille verschrieben. Doch die wirkt wegen Alexandras geringem Gewicht und der Erkrankung nicht zuverlässig. Da jede weitere Schwangerschaft für Alexandra gefährlich werden kann, hat sie sich nach der Entbindung von Leon sterilisieren lassen. Es gab trotzdem irgendwie, ich glaube auch für meine Eltern, so eine Hemmschwelle, so dieser Gedanke, mein behindertes Kind könnte ja wirklich mal Sex haben. Und das ist halt in vielen Köpfen noch so ein Tabuthema. Und das ist, glaube ich, auch für Eltern mit einem behinderten Kind wirklich schwierig, das zu akzeptieren, dass die Kinder trotzdem erwachsen werden, eigenständig leben und auch eine Familie gründen wollen. Noch lebt Alexandra mit ihrem Freund und Lina allein. Sie ahnt nicht, wie ein Frühchen bald die Familie belasten wird. Anneke und ihre Familie leben bei Osnabrück auf dem Land. Hier sind sie auf Auto oder Fahrrad angewiesen. Diese Wege kennt Anneke schon seit ihrer Kindheit. Die Eltern wohnen hier. Heute, am Sonntag, macht die Familie einen Ausflug. Du Rennfahrer. Mama Schuh. Hei. Wollen wir einsammeln? Wollen wir einsammeln? Ja, ne? Tschüss, Mama. Alles klar. An dieser Kreuzung hat sich Annikes Leben verändert. Damals war sie 4 Jahre alt. Können wir warten? Das ist ein E-Auto, glaube ich. Das ist echt so leise. Ja. So, ich glaube. Ja, dann rüber. Ihre Eltern wohnen in Sichtweite. Damals ist sie hier mit ihrer älteren Schwester unterwegs. Die Mutter ist allein zu Hause, als der Unfall passiert. Ich kann mich eigentlich an so gut wie nichts mehr erinnern von damals. Aber ich war mit meiner Schwester spielen und wir waren auf der anderen Straßenseite. Und im letzten Moment war ich der Meinung, ich müsste meiner Mutter noch mal Bescheid sagen, dass wir jetzt doch woanders spielen als geplant. Und dann ist ein LKW angefahren und dadurch bin ich jetzt querschnittsgelähmt. Anneke wird mit dem Hubschrauber ins 400 Kilometer entfernte Heidelberg in eine Spezialklinik gebracht. Ihre Verletzungen sind schwer. Sie wird für 6 Wochen ins künstliche Koma gelegt. Die 3 Jahre ältere Schwester und die Eltern sind bei ihr, als sie aus dem Koma aufwacht. Reha und Physiotherapie schlagen nicht an. Bald ist klar, Anneke wird für immer auf den Rollstuhl angewiesen sein. Über den Unfall wird heute innerhalb der Familie kaum noch gesprochen. Doch das Unglück hat die Familie eng zusammengeschweißt. Annekes Eltern wohnen immer noch in der Nähe. Vater Franz Josef holt heute Annekes älteren Sohn Jonas ab. Er darf bei den Großeltern übernachten. Jonas, nach der Folge fährst du mit Opa, ne? Kommst mit? Ich weiß noch, wo er den Unfall hatte, mit dem Krankenhaus nach, die 6 Wochen da im Koma. Ich weiß gar nicht, wann uns der Arzt gesagt hat, ihre Tochter ist querschnittsgelähmt und bleibt querschnittsgelähmt. Und wir sind mit Hoffnung hingefahren. Und das war vorbei. Und das war für uns alle ein Schock. Ne? Dass Anneke Mutter wird und einen Partner fürs Leben findet, konnten sich ihre Eltern lange nicht vorstellen. Ich hatte schon Angst. Und als das zweite Mal kam ich schwanger, habe ich noch gedacht, Mädchen, lass das doch sein. Das erste hast du schon gesund zur Welt gebracht, jetzt noch zweites ist blöd.
ja, ist alles so, nicht? Sie sitzt jetzt schließlich auch nur. Aber es ging ja alles gut, Gott sei Dank. Und dann zum Fenster so. Viel Spaß, mein Schatz. Krieg noch ein Küssi. Gute Nacht, Kuss. Schlaf gut. So, komm an. Wir holen dich morgen früh ab. Und tschüss. Tschüss. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das meinen Eltern zeigen will, aber generell der Gesellschaft. Also natürlich hatten viele Menschen immer bestimmte Erwartungen, dass, nee, das kannst du ja nicht und das ist auch schon in Ordnung so, ne? Das war immer schon für mich so, wie, das kann ich nicht, doch, das will ich. Also zumindest bei den Dingen, die ich machen wollte, war das immer, dass ich gesagt habe, nee, das möchte ich machen und irgendwie will ich das jetzt auch schaffen. Das Haus ist barrierefrei und die Einrichtungen haben Anneke und ihr Mann Jens rollstuhlgerecht ausgebaut. Einmal in der Woche wird sie von einer Haushaltshilfe unterstützt. Den Rest machen Anneke und Jens allein. Ist ja auch in einer Zeit passiert, wo das auch noch alles undenkbar gewesen ist. Vor über 30 Jahren, ja, da war jemand in meiner Situation so relativ, ja, du bist immer auf Hilfe angewiesen. So, du wirst wahrscheinlich bei deinen Eltern wohnen bleiben und die werden dich ein Leben lang unterstützen müssen. So. Und das war relativ schnell für mich, also je älter ich wurde, undenkbar, dass ich jetzt nicht mein eigenes Leben leben kann. So, ja. Neben Haushalt und Kindern hat Anneke noch eine andere Herausforderung. Uniklinik Bonn. Nach 2 Monaten Warten dürfen Alexandra und ihr Freund Frühchen Leon endlich mit nach Hause nehmen. Sein Zustand hat sich stabilisiert. Mir geht's sehr gut. Ich bin erleichtert, dass wir heute schon nach Hause gehen durften. Es fühlt sich gut an. Mir ist ganz schön schwer mit dem Anzug. Ankunft in der Wohnung in Remagen. Am nächsten Morgen. Alexandra hat eine schlaflose Nacht hinter sich. Sie muss zufüttern. Stillen kann sie Baby Leon nicht. Was ist leer? Ein Bett. Ja, das Bett ist leer, der Leon. Äppel. Ja, der Leon hat gespuckt. Das ist eine Umstellung von einem Kleinkind auf Kleinkind und Baby. Man muss sehr viel planen wegen Füttern von ihm, dann sie rechtzeitig fertig machen für den Kindergarten und dann auch pünktlich losgehen. Schon mal stressig, weil wenn sie dann einen zickigen Morgen hat, wo sie nichts machen will. Was ist los? Ja, also ist schon anders. Aber machbar. Was kommt in die Wäsche? Hallo, zu. Aber mach langsam. Baby Leon füttert und wickelt Alexandra allein. Da sie kleinwüchsig ist, ihre Knochen fragil und ihre Muskeln schwach sind, braucht sie bei der größeren Tochter Lina Hilfe. Da Christopher zurzeit keine Arbeit hat, zieht er morgens Lina an und bringt sie in den Kindergarten. Das Schlimme ist einfach dieser Konkurrenzkampf. So, boah, nee, ich bin die bessere Mutter, ich bin die bessere Mutter. Ich mach das so und du musst das jetzt so machen. Ich finde das total schlimm. Weil für unsere Kinder sind wir die perfekte Mama. Auch wenn wir vielleicht nicht alles perfekt machen. Aber für unsere Kinder sind wir das. Und dann ist es mir auch egal, was andere mir da denken, weil ich das so mache. So, du kannst keine schwerbehinderte Mutter oder auch den schwerbehinderten Vater nicht mit einer normalen Mutter oder mit einem normalen Vater vergleichen. Weil wir machen einfach Dinge anders. Hallo. Hallo. Hi. Um den Alltag zu bewältigen, erhält Alexandra Hilfe von mehreren Alltagsassistentinnen. Heute ist Nadja da. Sie wird nun für 24 Stunden an Alexandras Seite sein und ihr im Haushalt helfen. Nadja unterstützt Alexandra auch beim Duschen und Toilettengang.
Wenn die Assistentin nicht wie heute da ist, übernimmt Christopher Alexandras Pflege. Hey. Alles gut? Mhm. Was steht heute so an? Wir müssen jetzt Salina abholen, dann gehen wir einkaufen, dann natürlich Mittagessen. Mhm. Und dann macht Lina Mittagsschlaf. Halbe Stunde, denke ich. Um Baby Leon möchte sich Alexandra alleine kümmern. Sie wollte trotz ihrer Behinderung schon immer selbstständig sein. Niemand kann einem vorschreiben, wie man seine Kinder zu erziehen hat. Klar, unsere Kinder werden auch behütet großgezogen. Aber mit dem Punkt so, ihr könnt das auch ruhig mal so ein bisschen alleine machen. Einfach so ein bisschen drauf trillen, selbstständig zu werden. Aber nicht von jetzt auf gleich, sondern immer wieder dem Alter entsprechen zu sagen, sie können das auch alleine. Alexandras Eltern leben in Fürth, 300 Kilometer von Remagen entfernt. Per Videocall halten sie Kontakt. In Corona-Zeiten konnte Mutter Birgit ihre Tochter nicht in ihrer zweiten Schwangerschaft begleiten. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hallo, Mama. Hi. Mach mal Querformat, bitte. Hallo. Und der Kleine? Was ich denn an meinen Arm nehmen kann? Das wird halt wirklich Zeit, ne? Mal tragen kann. Ich bin ja mal gespannt, wann ihr wieder mal kennt oder wann wir mal zu euch nachfahren könnten. Ja. Das Beste wäre halt dann wirklich, wenn ihr dort bei uns endlich eine Wohnung kriegt in Fürth. Ja. Das wäre optimal. Wenn das klappt. Seit Leons Geburt wünscht sich Mutter Birgit, dass Alexandra wieder in die Heimat nach Fürth zieht. Doch Alexandra möchte selbstständig leben. Ich muss sagen, ich genieße es eigentlich gerade, so wirklich mein eigenständiges Leben zu führen. Dass ich weiß, ich komme mit den beiden Kindern klar. Lina hat hier soziale Kontakte. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt man sich dann halt auch wieder mehr kontrolliert, wenn auch die Eltern wieder in der Nähe wohnen. Und dann sagt er, ja, du musst das so machen. Und so. Und man weiß ja, die Eltern meinen es nicht böse. Und das weiß ich auch. Aber manchmal nervt das dann einen vielleicht, wenn halt wirklich ständig so, ja, das musst du so oder so machen. Lina allein vom Kindergarten abholen wird Alexandra nie können. Sie ist wie viele der kleinwüchsigen Menschen mit Glasknochen auf den Rollstuhl angewiesen, in den sie gehoben werden muss. Heute gehen ausnahmsweise alle zusammen einkaufen. Ich habe irgendwas von Spülmittel und Waschmittel gehört. Hat Isabel das gesagt? Ich war tatsächlich jetzt noch nicht so viel in der Küche. Das kann man ja gratulieren. Dankeschön. Sagen Sie Ihrer Tochter schöne Grüße. Bitte? Sagen Sie Ihrer Tochter schöne Grüße. Mach ich. In dem kleinen Ort Remagen ist Alexandra bekannt. Seit 2 Jahren lebt sie hier. Eine Frau im Rollstuhl mit Kindern fällt auf. Es gibt auch viele Leute, die geben einem positive Resonanz und sagen, hey, ich habe übelst den Respekt vor dir, wie du das alles machst. Ich hätte mich nicht getraut, in deiner Situation weder 1 noch 2 Kinder zu kriegen. Und das gibt dann einem schon was Gutes. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, boah, wie kannst du das machen? Du bist doch behindert und dann kriegst du 2 Kinder und läufst Gefahr, dass deine Kinder selber die Krankheit kriegen. Ich konnte dann halt immer, naja, aber ich bin dann das beste Vorbild für die Kinder und kann zeigen, selbst wenn du die Krankheit hättest, du kannst leben. Alexandra wird ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen sein. Ohne ihre Assistentinnen oder Christopher könnte sie in Remagen nicht mit ihren Kindern zusammenleben. Wie sich ihr neues Familienleben bald verändern wird, ahnt sie noch nicht. Zurück in Osnabrück. Annika arbeitet als Grafikerin für die Lokalzeitung. Nach ihrem Fachabitur macht sie eine Ausbildung zur Mediengestalterin. 2019 beendet sie dann ihr 3-jähriges Studium zur Marketingmanagerin. Bald ist Redaktionsschluss und Sohn Janik muss von der Kita abgeholt werden. Annika, bist du gerade unter Zeitdruck oder kommt mir das so vor? Ja, so ein bisschen, weil ich ja gleich los muss. Deswegen ist es immer so zum Feierabend hin, gerade freitags immer, irgendwie alles so ein bisschen eng. Da ist meist die Autobahn dann voll und dann zack,
schnell noch mal eben alles rumschicken und dann los. Klar, in Bezug auf das Familienthema ist natürlich immer noch, wo viele auch Vorurteile haben und sagen, ah ja, aber du hast doch bestimmt jemanden, der sich nachmittags um deine Kinder kümmert oder so. Das sind da legitime Fragen so, aber das macht halt auch deutlich, dass die Leute davon ausgehen, dass man sich nicht selber um seine Kinder kümmert. Manchmal nehme ich mir die Dinge mehr zu Herzen und denke, oh, das kann doch nicht sein, dass manche also, das Gefühl haben, man sitzt den ganzen Nachmittag mit einer Decke über den Schoß vor dem Fenster und wartet, dass der Mann nach Hause kommt, damit er sich um die Kinder kümmern kann. Oder was ich auch oft höre, ist, ja, der arme Jens, der muss ja auch alles machen. Ich denke, ja, Jens ist ein engagierter Mann, da bin ich auch dankbar, aber nein, der muss nicht alles machen. Der arbeitet 40 Stunden und ich 20 Stunden, deswegen mache ich natürlich auch viel. Machen wir das über mich jetzt? Voll Janik, ne? Auch wenn ich dankbar bin, dass Jens da eine ganz emanzipierte Einstellung hat und so viel wie möglich für die Kinder da sein möchte, ist das immer noch unabhängig von unserer Situation. Nicht, weil er muss, sondern weil er das auch möchte. Wie Anneke konnte sich Jens anfangs nicht vorstellen, Vater zu werden. Noch einen Löffel Arm. Das Paar hat sich bei einem Rollstuhl-Basketballspiel kennengelernt. Kannst du besser mit Essen an den Fingern. Über bestimmte Sachen machen wir einfach keine Gedanken. Da sind für mich keine Probleme. Liebe auf den ersten Blick ist ein bisschen klischee-mäßig, aber das hat mich getroffen wie ein Blitz beim ersten Mal. So, wo ich dachte, wow, was für eine Frau. So, super, irgendwie. Und das war der Punkt. So. Und der Rollstuhl ist für mich kein Thema. Das ist, ich sag mal, also wenn die Leute mal so fragen, so von wegen, ah, ist das nicht auch anstrengend oder so, ich dachte, nee, Leute, Anneke kann halt nur nicht gehen. Alles andere läuft halt wie bei allen anderen auch. Also da ist halt, also für mich ist das das Normalste der Welt. 2016 macht Anneke ihrem Freund Jens zu seinem 38. Geburtstag einen Antrag. 4 Monate später heiraten sie. Heute steht für Alexandra ein lang ersehnter Besuch an. Nach 1,5 Jahren Corona sieht sie im April 2021 endlich wieder ihre Mutter in Fürth. Lina war schon mehrfach hier. Ihren Enkel Leon wird die Oma heute zum ersten Mal treffen. Darf ich wieder im Garten bei der Oma sein? Darf ich wieder bei der Oma sein? Wo ist mein Schluckersle? Hi, Schatzi! Hallo. Endlich. Ja. Endlich soll ich dein E-Rolli herstellen. Ja, bitte. Oma, hi, Großer. Ja, du lachst mich ja gleich an. Die Oma. Oma. Oh, ja, du bist müde, ne? Im Bruder seins, ja. Schau mal, die Oma hat einen Tutsi. Ob ich das noch kann? Freilich. Oh, du könntest das ja sehr gut nicht anhauen. So schwer will ich das an. Oh. Man könnte meinen, ich habe keine Ahnung, wie viele Kilometer. Ich habe mich aber schon lange nicht mehr in Fitnessstudio gefunden. Oh, das ist das unbequem. Und das? Das ist Mamas Rollstuhl, den kennst du auch noch. Alexandra ist mit ihrer Assistentin und den Kindern gereist. Ohne Christopher. Ich habe mich getrennt, weil es eben viele Meinungsverschiedenheiten gab. Dann jeder von uns hat sich alleine gelassen gefühlt vom anderen, weil er mit der Situation einfach auch irgendwo überfordert war. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dann mache ich Schluss, weil das hätte uns beiden, glaube ich, nicht gut getan, das so weiterzuführen. Es sind manchmal Einflüsse von außen her, die uns nicht viel Leichtes machen und so. Ne? Oder die Partnerschaft, über alles. Also, als Mutter, man liebt einfach sein Kind. Liebt sein Kind, versucht das Beste zu machen. Mhm. Manchmal könnte man schauen, oh, wo bist du immer? Ne? Dazu sage ich jetzt nichts. Ja, es ist einfach so. Ja. Seit der Trennung sucht Alexandra eine neue Wohnung in Remagen. Bisher war ihre Wohnungssuche dort erfolglos. Zurück in ihr Elternhaus wollte sie nicht, doch jetzt kommen ihr Zweifel. Das ist ja eigentlich etwas, was du ja eigentlich nicht so wolltest, zurück zu den Eltern. Ja, also nicht zurück in die Heimat. So, das ist ein
zweischneidiges Brett. Man gewöhnt sich so an das Alleine-Sein, selbstständig sein. Und man kommt ja eigentlich mit beiden Kindern gut klar, auch wenn jetzt die Familie nicht in der Nähe wohnt. Aber auf der anderen Seite ist in den letzten Wochen so viel passiert. Ich war einmal mit dem Kleinen im Krankenhaus, dann war ich mit ihr im Krankenhaus, weil sie gegen die Heizung gefallen ist, weil sie ihr Gleichgewicht verloren hat. Und da war das dann halt so, sie musste dann über Nacht bleiben. Ich konnte dann nicht über Nacht mit ihr im Krankenhaus bleiben, weil ich musste wieder nach Hause zu Leon. Und so kann ich dann halt sagen, einer von den beiden kommt zu den Großeltern oder zu einer Freundin, weil man fühlt sich dann als Mama halt schon schlecht, so du lässt dein Kind allein im Krankenhaus, weil das andere Kind dich ja auch braucht. Wartest du mal bitte? Die Oma muss erst noch außen rumlaufen. Das weißt du aber. Mutter Birgits Angebot, sich in Fürth um Alexandra und die Kinder zu kümmern, steht noch. Hier hat Alexandra früher 18 Jahre lang gewohnt. Und hier könnte sie nach ihrer Trennung einen Neustart wagen. Gib mir deine Sky. Und dann kann sie schaukeln. Und Käppi. Ja, sonst verlieren wir die wieder. Warte. Ja, genau, jetzt machen wir deine Käppi auf. Auf. Ja. Und sie. Ab. Der anderen Fuß. Beide Beine. Ja, jetzt. Ja. So. Und das ist schnell. Nicht so schnell? Ja. Super machst du das. Schade, dass es hier keine große Schaukel gibt, dann hätte ich mit dir geschaukelt. Mütterliche Sorge hast du bei der Alexandra immer. Und es wird eine andere Mutter mir recht geben, die ein behindertes Kind hat. Die Sorgen, die hat man immer. Die gehen nicht weg. Und bei der Alexandra ist es halt noch so schwer. Sie ist halt ein selbstständig denkender Mensch noch. Die ihr eigenes Leben leben will, die sich auch nicht irgendwie bevormunden lassen will. Das wird schon eine Belastung sein für uns. Aber ich kenne es vielleicht auch gar nicht anders als mit ihr. Anneke hat einen Termin bei ihrer Physiotherapeutin in Osnabrück. Sie hat Schmerzen. Beim Fahrradfahren mit ihrem ältesten Sohn ist es passiert. Ich war mit Jonas Fahrradfahren. Ja. Wir wollten zu meiner Mutter. Und dann schneidet er mich und ich weich aus. Und dann merke ich nur so, bumm. Oh ja, nein. Umgekippt und natürlich so im letzten Moment noch den Lenker hier so in die Rippe. Ne? Wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen. Okay. Und was ist dann passiert? Also bist du selber wieder... Ja, dann kam ein Auto vorbeigefahren und da war dann ein Mann mit seinem Sohn da. Der kam wirklich, ich lag gerade am Boden, dann bog der in die Straße rein. Ich bin ja auch froh, dass nicht Jonas auch noch irgendwie parallel gestürzt ist oder so. Dann hätten wir da beide gelegen und der war so schon völlig erschrocken. Und ich kann sagen, der hat bestimmt einen Schock gekriegt. Ja, total. Anneke kommt 2-mal die Woche zur Therapie, um beweglich zu bleiben und Muskelverspannungen vorzubeugen. Besonders ihre Schultern sind im Alltag vom Rollstuhlschieben stark beansprucht. Klar wäre das schön, laufen zu können, aber es ist jetzt einfach ein Teil meines Lebens. Also es gibt auch mal Tage, wo einen vieles nervt. Aber ich denke eigentlich nicht mehr so konkret drüber nach, wie es wäre, wenn das jetzt nicht so wäre. Also das ist eigentlich, ja... Je zufriedener ich dann so geworden bin. Hat das auch was damit zu tun, dass du jetzt Mutter bist? Ja, mit Sicherheit hat das auch noch mal so diesen letzten Funken Zufriedenheit gegeben. Also, dass ich diesen Traum auch umsetzen konnte und dass jetzt auch alles klappt. Und ich dann einfach eine in Anführungsstrichen heile Familie habe, das trägt so dazu bei. Zurück in Fürth. Es ist August und Alexandra ist mit ihren Kindern wieder bei Mutter Birgit. In Remagen musste sie ausziehen. Eine neue Wohnung hat sie dort nicht gefunden. Na, die Oma gibt dir die bestimmt nicht. Du kannst es alleine. Du bist faul. Lachst du mich aus? Geklaut. Hier in Fürth hat sie weitergesucht und es hat geklappt. Sie hat eine Wohnung 7 Kilometer von ihren Eltern entfernt in Aussicht. Wir haben ja gesucht eine Wohnung und ein Kumpel von mir hat dann diese Wohnung angeschrieben. Ja, und hat dann auch die Wohnung für mich besichtigt, weil ich war zu dem Zeitpunkt ja noch in Remagen. Und dann habe ich die Wohnung bekommen. Also die Vermieter waren
sehr entspannt. Heute steht der Einzug an in eine Wohnung, die weder Alexandra noch ihre Mutter zuvor gesehen haben. Möbel und Kisten sind schon geliefert. Vor der neuen Wohnung wartet ein Helfer auf sie. Und die erste Hürde. Ja, am besten ist auf beiden Seiten anheben. Ja. Nicht nur auf eine. Ja. Da werden wir dann wahrscheinlich eine Rampe beantworten. Hallo, welche Wohnung, welcher Schlüssel? Telefonat mit Alexandras Bekanntem. Gerade da. Was war das? Links die erste Tür. Ich bin drin. 45 Quadratmeter, zwei Zimmer, Kochnische, Bad. Und nicht barrierefrei. Also da bin ich jetzt ein bisschen geschockt, ne? Verstehe das nicht. Ach ja. Solange Alexandra noch nicht arbeitet, übernimmt das Jobcenter die Miete von 790 Euro. Wie gefällt dir denn die neue Wohnung? Mir gefällt sie schon, aber sie ist recht klein und ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Hattest du denn Einfluss auf die Wohnungssuche? Nicht so richtig. Warum nicht? Weil man ja auch viel beachten muss, bis wie weit das gezahlt wird und alles. Da hast du einen bestimmten Richtwert, wie teuer die Wohnung sein darf. Und den Richtwert musst du halt einhalten. Also die achten da auch nicht drauf, dass du wirklich mit als schwerbehinderte Person mehr Platz brauchst. Weil die beachten dann nicht mal jetzt mit dem Rollstuhl zum Beispiel den Wendekreis. Ich ecke ja sonst überall an. Das ist nicht so leicht. Und barrierefreie Wohnungen sind halt nun mal teurer als eine ganz normale Wohnung. Nina? Ja? Komm mal rein. Das Zimmer, das wäre für die Lina. Und wenn das halt das Wohnschlafzimmer für die Alex wäre, ja, okay. Aber mit Assistenten ist es echt recht klein, wenn sie da. Ich habe mal gedacht, halt dann da das bei dem Fenster teilen. Aber dann bleibt halt ihr bloß noch diese Räumlichkeiten und dann der Leon wird die auch größer, ne? Also wir sind definitiv dabei, dass wir eine größere Wohnung kriegen. Aber es war jetzt halt echt so ein Schnellschuss vielleicht, kann man sagen. Alles, was mich betroffen hat, war sie von Anfang an engagiert und hat gemacht und getan, dass es mir jetzt überhaupt so gut geht, wie es mir jetzt geht. Wenn meine Mama nicht gewesen und hätte früher die Therapien und so nicht gemacht, würde es mir, glaube ich, gar nicht auch so gut gehen. Geh, Mama. Weiß. Danke, meine Lüge. Ist doch. Hab ich gern gemacht. Bist ja mein Schatz. Bin ich das? Ja. Ich bin aber zickig. Ich bin ein Zickenschatz. Für Annikes Familie ist heute, im September 2021, ein großer Tag. Ihr älterer Sohn Jonas kommt in die Schule. Warte mal, ich hatte Geburt. Doch, kein Ulwuna, keine. Ich aber. Ich würde dir ja helfen, Mama. Ich komme ja nicht dran. Jonas, darf ich dir gleich helfen? Nein, ich hab schon zu spät. Guck mal hier vom Spiegel, du weißt doch gar nicht, wie das aussieht. Hier so ein bisschen. Hey! Und? Ameisenscheiße? Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen nur die Eltern bei der Einschulungsfeier dabei sein. Ihr jüngerer Sohn Jannik ist bei den Großeltern. Ich möchte alle ganz, ganz herzlich begrüßen heute zur Einschulung der Klasse 1b. Ich freue mich, dass Sie Ihre Kinder bis hierhin begleitet haben in Ihrem bisherigen Leben. Die Jungs wachsen damit auf, für sie ist das normal und die nehmen das gar nicht so wahr. Das haben wir mal daran gesehen, Jonas hat seinen Geburtstag gefeiert und dann waren alle, warum sitzt du denn im Rollstuhl? Und Jonas hat wirklich geguckt wie ein Auto, so nach dem Motto, was ist das denn jetzt für eine Frage? Wie, hä, wieso fragt er das denn? So, das ist einfach so und so. Also dem ist wirklich irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen und dann habe ich das erklärt, dass ich einen Unfall hatte und das war... Das ist so lustig. Daran merkt man, das war ein Jungsgeburtstag. Dann,
vom LKW angefahren. Was war das denn für ein LKW? Also da war dann natürlich wichtiger, was für ein Modell dieser LKW war. Aber echt total super. Und Jonas, der, da wurde, also da merkte man so richtig, dass es bei ihm so im Kopf gerattert hat. So, hä? Ach so, ja. Ja, wieso ist das eigentlich so? Würdest du nochmal schwanger werden wollen? Ja, definitiv. Ich würde es jetzt nicht aufgrund der Vorkommnisse sagen, oh nein, jetzt nie wieder. Also ich habe alles in allem das immer sehr positiv empfunden. Also so anstrengend das dann zum Ende hin auch war, also das war es auch, aber ich habe irgendwie immer eher das Positive gesehen in den Schwangerschaften. Also es war auch einfach faszinierend und schön und ja, dieser Moment dann, sein Kind im Arm zu haben, das würde ich jederzeit wieder machen. Tschin, tschin. Auf Jonas. Ja. Prost. Auf Jonas. 20 Jahre in der Schule. 20 Jahre. Wie oft soll er denn nur sitzen bleiben? Oh. 3 Monate wohnt Alexandra inzwischen in der neuen Wohnung in Fürth. Es ist der 16. November. Leon wird heute 1 Jahr alt. Dann müssen wir halt nügern. Geh mal her, Lina. So, jetzt kannst du. Mutter Birgit ist gekommen. Leons Vater, Christopher, hat seinen Sohn seit der Trennung nicht besucht. Ich bin 1 Jahr alt. Wir haben sehr guten Kontakt momentan. Bin ich auch echt froh drum, weil ich sag immer, die Kinder sollen trotzdem Mama und Papa haben. Auch wenn man getrennt ist. Und je nach. Also ist auch egal, wie sich die Eltern getrennt haben. Wir sind immer noch Mutter und Vater. Und er konnte aber halt leider nicht kommen, weil er einen Termin bekommen hat, den er nicht verschieben konnte. Der erste Geburtstag, gerade in der Situation, ist dann doch irgendwie noch mal was anderes. Da hätte ich mir schon gewünscht, wenn er da gewesen wäre. Einfach für ihn. 3, 4, 5, 6. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Leon. Happy Birthday to you. Alles Gute. Hoch, Elbe, hoch, hoch, hoch. Was sie machen kann, macht sie halt für die Kinder. Sie tut viel für die Kinder. Sie setzt sich für die Kinder ein. Ne? Und das merkt man schon. Alexandra hat hier in Fürth neue Assistentinnen gefunden. Und auch Mutter Birgit und ihr Mann passen jedes dritte Wochenende auf die Kinder auf. Alexandra kommt auch allein, ohne Beziehung, gut zurecht. Es ist ihr Leben. Ne? Und es muss passen. Und sie muss ja glücklich sein. Und zufrieden. Ne? Und dann hofft man schon, dass sie mal das, den richtigen findet, mal diesen Sechser in Lotto kriegt. 1 Jahr ist vergangen. Alexandra ist noch mal Mutter geworden, zurück in die Heimat gezogen und bald beginnt sie eine Stelle als Büroassistenz. Mutter werden mit Behinderung. Es klappt, solange es Menschen gibt, die für die Frauen da sind. Erstmal wünsche ich mir natürlich, dass dieses Thema Menschen mit Behinderung und Familie kriegen einfach kein Tabuthema wird und dass man offener darüber spricht und dass so also die Familien eben auch integriert werden und nicht immer irgendwie ausgegrenzt werden. Man merkt das auch manchmal, wenn man halt weggeht, dass man dann schon irgendwie ja doof angeguckt wird oder gesagt wird, ja, für sie haben wir jetzt aber keinen Platz mit ihren Kindern oder so. Das finde ich halt schade, weil ich denke, jeder Mensch hat einfach verdient, ganz normal am Leben teilzunehmen, wie andere auch. Ja, und dann wünsche ich mir halt, dass die Leute auch sagen, guckt euch mal die Frau an, wie stark die ist. Alleinerziehend mit 2 Kindern und meistert ihr Leben.